Wer steht jetzt hier schon wieder in, hier mitten in mir drin? Cowboy 901, Taxi, Runway 01. Was zur Hölle? Das ist voll der Clusterfuck hier. Einfach los, Freund, Jungs. Wer steht bitte links hinter mir? Also. Okay, auf deine Verantwortung. Ich roll jetzt richtig durch, Steffen. Ready for departure. Mach das. Serpent 41, Taxi, Runway 16. Ich hab Angst, dass es bei denen auch funktioniert, deswegen mach ich bitte mal die Kurve. Das will ich gar nicht. Ja, das geht auch. Cool. Echt? Und hinterher. Ja, nee, warte mal, da ist noch KI. Jungs, ich hab hier jetzt 4 Flugzeuge vor mir in der Reihe, also, Bravo, 91, Chalice, one picture clear. Ey, Tase, bist du nicht da draußen und vorbei? Nein. Ich bin das. Bist du schon auf dem Taxiway-Tase? Nein. Ich stehe noch hinter der KI. Ja, ist so. Egal, ich fahr da jetzt auch außen dran vorbei. Bravo, 92, Chalice, one picture clear. Kann ich jetzt durch die KI auch durchfahren oder muss ich da Angst haben? Ja, probier's halt. Vollgas! Ah, da stehen 2 F-16 in einem Fleck, ey. Boah, ich fahr voll durch. Cool. Da stehen auch 2 auf einem Fleck. Neue Stealth-Technologie. Neueste Elfentechnologie, ja. Du kannst 2 Flugzeuge in 1 packen. Der Feind denkt, es ist nur 1 und macht's. Meep. Und es sind 2. Das nennt sich Clusterflugzeug. Clusterfuck. Ja, extremer Clusterfuck. Hazel, wo ist jetzt deine Position? Ganz hinten. Ja, wird wohl hingehört hier. Ich bin ganz vorne, glaube ich. Ja. Du hast dich als erstes getraut, durch alle durchzufahren. Ich bin das Letzte. Ich verpasst hat. Weil ich bleibe dann auf dem rechten Flügel. So, ich stehe jetzt hier und warte, bis die vor mir abheben. Wieso? Fahr doch einfach durch. Wir sind da ein bisschen zu weit gerade ausgerollt. Ja, komm, lass uns aber loslegen. Ich hab Bock zu warten auf die KI. Durch den PC-Crash war das sowieso schon nervig genug. Lass da einfach dran vorbeischieben, ja. Dran vorbeifahren, genau. Also ab hier hält jetzt der Glas einfach auf, oder wie? Jetzt bringen wir das totale Chaos rein. One challenge, one contact is friendly. Aber nicht in das A oder das 16 rechts reinrollen, das Schild. Ich glaube, das tut euch weh. Okay. Bravo, 92, Chalice. One picture is multiple groups. Nearest bandit bearing 345, 80 miles, 15,000. Cowboy, 904, Chungju Tower. Taxi clear of the runway. Cowboy, 903, Chungju Tower. Taxi clear of the runway. Oh, Scheiße, die KI fängt an. Ani prescht schon wieder vor. Wie Steffen, wir können eigentlich. Wirre. Ja, von mir aus kommen wir. Cowboy 901, Chungju Tower. Ja, ich stehe noch nicht auf dem Runway, ja, man könnte. Scheiß drauf, ganz sicher. Cowboy 902, Chungju Tower. Taxi clear of the runway. Wir sind die Rebellen der Lüfte. Cowboy 9, Chungju Tower, resume all navigation. Cowboy 9, Chungju Tower, resume all navigation. Cowboy 9, Chungju Tower, resume all navigation. Bravo, 91, Chalice, 1, contact is friendly. Hat er schon fast geklappt. Cowboy 9, Chungju Tower, resume all navigation. Auf sie mit Gebomben. Auf sie mit Gebomben! Also? Ja. Du mal nach hinten oder bist du jetzt der linke Obere? Wer ist ich bin der rechte hier? Obere. Ich breche jetzt so ein bisschen nach links aus.
Lobo, 9-1, Chalice. Ich hab unsere Eskorte auf dem HSD. 40 Meilen vor uns. Also bremst ein bisschen ab, Eskorte. Sonst seid ihr schon vom Himmel geputzt, bevor wir überhaupt da sind. Und wir wollen ja sehen, wie ihr abgeschossen werdet. Ja, ja. Dachte, das ist mir, kam ich recht vor. Deswegen habe ich jetzt auch die Kraftstofftank dran, damit ich jetzt ein bisschen mehr Gummi geben kann. Ich? Was? Wer? Ich? Ja, du. Ja, ja. 380. Ich habe eine Möhre dabei, also brauche ich mir keine Angst machen. Ich schieße schon. David, du bist oben rechts, ja, ne? Ja, ich bin jetzt ein bisschen links dann rüber. Ja. Ich hatte gerade SH5 auf. Vor mir, ne? Okay, ja doch, ich bin rechts oben, passt. Komm mal zu dir. Ich dachte, ich wäre noch weiter links gewesen. But nope. Und außerdem sind vor uns noch mehrere F15 und F16. Ja, noch ein paar Futter, ne? Ein bisschen Futter ist noch da. Ja. Ja, warten, bis wir keine Munition mehr haben, bis wir keine F15 ausgetobt haben und dann selber reinkommen, ne? Na, ja, aber. Crash and burn. Ah, da ist er. Crash! Lobo, 9-2, Chalice. One picture is multiple groups. Nearest bandit bearing 340, 35 miles, 3000. Ja, fliegst du, Taylor? Was schnell? Wieso ist mir schon wieder verschwunden? Ja, ich bin auf 8003. Fuel Flow jetzt bei 379. Ich geh wieder runter auf. 6, 2, ich bremse ein bisschen. Chalice, one, Cowboy, 9, ich bin ein bisschen vorsichtig hier mit meinem Sprit-Zeit. Musst du das bitte mal überhalten. Ich hab einen Contact Outlaw, Hase. Welche Nummer hast du? Lobo, 9, 1, Chalice, 1, Contact Outlaw. Oh, was ist das für eine scheiß Mick? Wann ist der da mal geschwindelt, so? Okay. Fliegt auch in unsere Richtung, wenn ich das richtig sehe, Richtung 200, ne 340 Grad, ihr fliegt nach Norden. Keine Bedrohung für uns erstmal. Das war das Outlaw, ne? Outlaw, ja. Ach mal, kann der Feind auch was dagegen tun, dass ich ihn aufschalte? Ja, er kann die Druckabschaltung abschießen. Er kann Crash! Lobo, 9-1, Chalice, 1, Contact confirmed. Lobo, eigentlich hätten die Russen auch sowas in die Süden rein. Ich hab hier eine größere Gruppe gefunden, Möhre, ne? Ejo, direkt ich vor uns. Ich gehe vom Audi-Piloten runter, ich drehe ein bisschen nach rechts ab. Ich will lieber aus Richtung Nordost anfliegen, aufs Ziel. Das ergibt mehr Sinn. Was von Nordosten? Die hat mich jetzt auch ausgeschaltet. Ich will noch ein bisschen nach Nordosten fliegen, um dann so aus dem Südosten aufs Ziel zu fliegen. Ja, ich hab grad verstanden, das wolltest du aus Nordosten anfliegen. Nein. Das wäre Umweg. Das habe ich auch gesagt, ja, aber das meine ich natürlich nicht. Ja. Wenn du damit kein Problem hast, Red Leader. Nee. Sofort zurück! One, contact confirmed hostile. I need as 225. Ist so 25? Shake and Bacon. Meine Lieblingsgruppe ist Shake and Bake. Ich glaube, ich weiß, warum ich immer verliere. Ich flieg höher als die. Ja, eventuell musst du deine Radarantenne weiter nach unten ausrichten. Was? Ich bin schon bei mir am Radar. Ich habe eine 29 oder 5. F5 runter, F7 hoch, F6 ist in die Mitte zurück. Das sind die beiden Zahlen, die neben den weißen parallelen Strichen angezeigt werden. Ich habe eine 29 bei mir am ABR. Ja, dann ist das kein gutes Zeichen. Du solltest die angreifen, bevor sie dich vom Himmel schießt. So. Einer hat alles, auch anvisiert, ich alles, was du auf dem RWR hast, hast du nur auf dem RWR, war das dich mit dem Radar erfasst. Ja, also von daher. Chalice, one Cowboy, 9-2. Sie weiß, dass du da bist. Declare. Cowboy, 9-2, Chalice, one, contact is friendly. Ja, ich hab da unten eine Search Raider. Ja, ja, sehe ich auch. Das ist eine Rakete, fliegt auf mich zu. Weiß bloß gar nicht mehr, welcher Streaming Point das gerade ist. Ist das schon 4 oder ist noch nicht feindlich? Ist noch nicht feindlich. Noch nicht feindlich.
Bei 29. Das erste Feindliche müsste das sein, direkt ganz knapp neben Steering Point 4. Naja. Lobo, 9-2, Chalice, one picture is multiple groups. Nearest bandit bearing 290, 30 miles, 3000. 3, Fox 3 long. There's gonna be hell to pay. Ich dreh dran. Was nochmal du? Ich dreh wieder zur Küste rein. Ja. Also ins Land rein. Wie viel Sprit habt ihr noch? Vergleichsmäßig mal. 6700. Gut, passt. Cowboy 9-3, let me out of. Jo, die Milch scheint abgeschossen zu sein. Jungs, begebt ihr euch mal in Richtung uns, weil ich habe hier zwei MiG 29 an meinem Arsch. Das war übrigens an die Eskorte gerichtet. Lobo 9-1, Chalice 1, contact is friendly. Lobo 9-1, Chalice 1, contact is friendly. Chalice, one, contact is friendly. Ihr seid noch hinter mir, ne? Ja, ich schon. Ja. Also wie gesagt, ich mache mich erst um ein paar SH2-Stationen, die ich mir eingespeichert habe, und dann gehe ich auf die Base. Ja. Lobo, ja, ich glaube, ich habe das Mädchen was Zeitbezahlung gefunden. Okay. Ja, du Share Bullseye? Warte. Lobo, 9-3, Chalice, 1, contact is friendly. Scheiße, ich hab es verloren. Ah, das ist nicht so schlimm. Irgendwo in der Nähe. Mhm. Ich schau mal, das ist eine Radarstation da weg von der Basis. Mach das. Lobo, 9-3, Chalice, 1, contact confirmed hostile. I need as MiG 21. Sind wir schon in der Nähe? Ja, ne? Ja, genau drüber. Lobo, 9-1, Chalice, 1, contact confirmed hostile. I need as MiG 21. Boom! Momentan scheint ja alles feindfrei zu sein, einigermaßen. Einigermaßen? Ich sehe mehrere MiG 29. Auf meinem grünen Radar habe ich keine. Woanders will ich jetzt. Bei mir ist vorne links eine. Ich fliege gerade genau auf unser Target zu. Okay. Lobo, 9-2, Chalice. One picture is multiple groups. Nearest bandit bearing 245. Magnum. Für meine beiden Magnum los, ich gehe jetzt Bomben. Okay. 1, Fox 3, medium. Ich hab nur mit 29 links zu mir. Irgendwas hat mich gerade getroffen. Und warum ist mein Radar nicht am Gegner?
Chalice, 1 Cowboy, 9-2, declare. Chalice, 1 Cowboy, 9-4, declare. Cowboy, 9-4, Chalice, 1, contact is friendly. Ich muss erstmal ein bisschen Egress machen. Mir ist es hier ein bisschen heiß. Wie sieht es mit unserer Squad aus? Wie viele davon sind noch am Leben? Ich könnte jetzt die KI noch rübernehmen. Cowboy, 9-2, Chalice, 1, contact is friendly. Ja, Steffen, du bombst jetzt, ne? Ja, mal gleich. Dann. Oh, bei mir hat er wieder den TGP nicht geladen. Oh Gott, ich hasse das. Ja, was dann? Mach ich nochmal schon meine Harms los. Ja, wäre ganz sinnvoll. Wurde gerade von der F5 aufgeschaltet. S5 meine ich. SA5. Ich bin zu weit weg, ja. Ich mir nicht. Ich hab sie gesehen, die SA5. Okay, ich versuch's jetzt zu kriegen. Ja, die ist nicht so gefährlich. Also, natürlich, aber. Ist mir wurscht. Das Ding muss weg. Ja, irgendwas kannst du, ist ja egal. Welche was? Lobo, 9-3, Chalice, 1, contact is friendly. Ist diese. ARM, ist das die 120C? Nee. AGM 88. Die ist im Air-to-Ground-Modus. Wenn du im Air-to-Air-Modus bist, kriegst du sie nicht. Target 3 war die feindliche Army Base, ne? Ja. Gut, also Stepoint 3 meine ich. Oh, was hat mich denn jetzt schon wieder hier aufgeschaltet? Siehst du doch auf dem RWR. Das Ding, was wahrscheinlich die Raute drumherum hat. Eine 2. Ich glaube, der steckt auf dem Weg abgeschaltet. So, ich will nicht so lange hier, aber ich mache jetzt Ripple und werf zwei Bomben auf einmal immer ab. Die haben Fire Forget, ne? Ja, Fire Forget, richtig. Chalice 1 Cowboy 9-2, declare. Cowboy 9-2, Chalice 1, contact is friendly. Oh, die 5, die ist ja ordentlich weit weg. Naja, das kann ein richtig gefährliches Ding sein, aber solange die außerhalb von Lethal ist, solange die außerhalb von Lethal ist, also nicht im inneren Kreis, kann es dir herzlich egal sein. Ja, dann hau ich einfach einen Search Raider weg. Ich sehe irgendwas, was unten brennt. Habt ihr schon was auf die Army Base geschmissen? Ja, ich habe auf den Radargebäude habe ich GBU abgeworfen. Okay. Lobo, 9-3, Chalice, 1, contact is friendly. Okay, ich habe jetzt noch 2 GBU. Ja, CBU. Lobo, 9-1, Chalice, 1, picture is multiple groups. Nearest bandit bearing 290, 30 miles, 7000. Wie funktioniert das mit dem? Muss nicht. Woher kann ich dann genau deklarieren, was ist? Mit der AGM, da musst du auf dem rechten Display das HAD anmachen. Nee, ich meine jetzt, mit der Cluster. Films. Ja, Lobo, auf Steering Point, auf Target Point 3 gehen. Bombe auswählen. Und dann reinholzen. Chalice 1 Cowboy 9-4, request picture. Cowboy 9-4, Chalice 1, picture is multiple groups. Nearest bandit bearing 295, 25 miles, 7000. So, Achtung, der Cluster. CBU's away. Okay, CBU's away.
Ohne Targeting konnte ich leider nicht gucken, was ich treffe, aber wird schon richtig sein. Chalice 1, Cowboy 9-2, declare. Cowboy 9-2, Chalice 1, contact is a bogey. Lobo, 9-3, Chalice, 1, contact confirmed hostile, tight heat as J-5. Die hat mich schon wieder angepeilt. Was ist denn das Ding mit der 5 oder was? Nee, mit der 2. Keine Ahnung, was das ist. Bei mir piept so ein Ding mit 5. Dem darf ich echt nicht zu nahe kommen. CBU's away. CBU's away. Das Ding schießt ja wirklich auf mich. Caution. Mensch, du was. Da ist gerade eine Rakete an mir vorbeigeflogen. Steffen, du hast gesagt, du hast nicht genau gesehen, was du getroffen hast, ne? Ja. Grinsekatze, du hast noch keine Bombe abgeworfen, oder? Negativ, ich bin gerade am Anflug. Steffen, dann hast du die Baracken getroffen. Alles klar. Die brennen nämlich. Hast du was abgeworfen, ja? Ja, ich hab 2 CPU abgeworfen, ich bin leer. Ja, Hit, gut, Hit und Target. Ich mach noch eine mit einer 3000 Fuß Dispersion und dann flieg ich auch zurück. Ja, ich gehe in den Air-to-Air-Modus und scan im Notfall mal. Ja, deinen Tank kannst du jetzt abschmeißen, wenn du noch einen hast, ne? Der ist leer. Ach, woher stehen die denn mit? Lobo, 9-2, Chalice, 1, contact is friendly. Ach ja, an alle, die jetzt da sind, ich habe im Forum Beitrag gemacht. Am Sonntag um 18 Uhr machen wir ein Training. Und nachdem dann die Clan-Sitzung war bei euch, oder zumindest die, die da teilnehmen, danach machen wir eine Mission, wenn jetzt eben recht ist. Jo. Dann können wir vorher nochmal ein bisschen was durchgehen und aktiv irgendwas üben. Haha, da unten ganz viel blöd. Nein, 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 nein. Ja, und sie kriegen gleich noch tot CBUs auf die Fresse, von daher. Ani noch am Leben? Ja. Hat noch irgendwer seine Bombe, die er noch schmeißen muss, sonst fliegen wir zurück. Ich hab alles. Ich hab bis jetzt noch nichts abgefeuert. Irgendwas machst du falsch. Aber ich glaube, die Army, das haben wir auch schon komplett zerholzt, also da brennt alles. Ja, das war ja nur dieser Gebäudekomplex und das Radarteil. Ja. Also kannst du dir entweder noch irgendwie Target auf Infinity suchen oder halt für Ding zurück. Declare. Cowboy, 9-1, Chalice, 1, contact is friendly. Yo, die Basis ist komplett streut, ich guck gerade im Recall. Chalice, 1, Cowboy, 9-2, declare. 4, Fox 3, medium. Ich schmeiß grad mit Raketen Cowboy, 9-2, Chalice, 1, contact is a bogey. Cowboy, 9, Chalice, 1, be advised, hostile sparing, 305, 30 miles. Okay, die nächsten Ziele sind 40 nautische Meilen entfernt, mindestens. Ja. Wir können also eigentlich zurück. Ich hasse diese Bodenstationen. Also wir wurden bisher von keiner einzigen angegriffen, Kani. Ich würde einfach empfehlen, nicht direkt rüber zu fliegen, deinen Abstand zu halten und mindestens 20.000 Fuß zu haben. Okay, genau. Ja, das Ding hat die ganze Rakete umgehauen. Geh aus Steering Point 1. Ja. Wir verschwinden hier. Wir machen am Sonntag Bombentraining, okay? Ist jetzt von der Eskorte noch jemand am Leben? Ja. Ja, dann könnt ihr dann euch auch langsam verziehen. Okay. CBU's away. Ich hab noch was gefunden mit Mogi, den hab ich jetzt draufgeschmissen, aber ich mach jetzt den Point 1 und dann. Da war das Geräusch, wenn wir das vorgestellt haben. Ja. Stud 5-1, maintain 250 knots.
turn right heading 045. Vectors to right base, runway 16 left. Die linke Good morning, Python 4, Chungju approach 8, runway 16 left. Welcome back. Cobra 3-1, inbound for landing. Nachdem ich den Funkgezept gar nicht interessiert. Du legst dich da unten rum, ey. Ja. Ich muss mich ja anpirschen, damit sie nicht mitkriegt, dass sie hier war. Natürlich. Ich mach erstmal den Funk aus, ey, der nervt. Ich hab ihn auch gerade ausgemacht. Ich will nicht angemeckert werden, ich hab Angst. Wie weit hinter mir bist du, Steffen? Ach, das ist genug Platz, 500 Fuß oder so. Ja, nur zur Not, ich lande links. Ja, ich auch. Alles nee, klar. Ich leider rechts. Dann haben wir uns abgesprochen. Bitte, ja. Boah, was? Wie viele Leute wollen da momentan landen bei uns? You're number 7 to land! Ja, echt? Ist mir wurscht. Der 7. zum Landen, ey, übel. Ist mir egal, ich bin am Boden. Da steht schon der erste Hambi, der holt mich jetzt ab, weil ich mich vorgedrängelt habe. Gleich Kapsel aufgemacht, da wird erstmal gleich rausgezogen. Ja echt, da steht echt zwischen Taxiway und Runway da auf dem... Ey, die haben es echt so drauf, die KI-Fahrzeuge. Next time, wait your turn. Habe ich ignoriert, weil ich habe den Funk aus. Taser hat Funkprobleme. Ja, genau. Oh, der Feind hat mein Funkgerät zerstört. Ja, ein ganz sauberer Schuss, keine Ahnung, wo der herkam. Ach ja. War irgendwas Kleinkalibriges. War eine 9mm Kugel. War dein Finger am Regler, ja.